Fünf Leute werden befragt, wie viele Geschwister sie haben. Der erste Befragte ist ein Einzelkind. Der zweite Befragte hat eine Schwester. Die dritte Befragte hat vier Geschwister. Die nächste hat keinen Bruder und keine Schwester. Und der letzte hat wieder eine Schwester. Wir wollen jetzt Quantile von dieser Urliste bestimmen. Dazu zeichne ich mir eine Skala. Und ordne meine Urliste sortiert auf dieser Skala an. Die Bestimmung eines empirischen Quantils ist jetzt sehr einfach. Ich suche mir eine Prozentzahl aus für das empirische Quantil, zum Beispiel das 10% Quantil. Stelle ich mir eine vertikale Linie vor und lese den darunter liegenden Wert einfach ab. 10% auf meiner oberen Skala entspricht dem Wert 0. Oder das 50% Quantil entspricht dem Wert 1. Das funktioniert natürlich auch bei ungeraden und krummen Prozentzahlen. Zum Beispiel ergibt das 99% Quantil den Wert 4. Das passt auch zu unserer Definition des Quantils. Beispielsweise das 10% Quantil. P ist in dem Fall 0,1 für 10% und N, die Anzahl der Elemente in der Urliste, ist 5. Laut unserer Definition ergibt sich daraus für N mal P 0,5. 0,5 ist keine ganze Zahl, deswegen greift der Fall mit der Gaußklammer. Das heißt, x 0,5 aufgerundet entspricht x1. Das ist der erste Wert in unserer sortierten Urliste, also 0. Analog ergibt sich für das 50% Quantil 2,5 und das ergibt aufgerundet den dritten Wert. Der dritte Wert in unserer Urliste ist 1. Was passiert aber, wenn ich mit meiner gestrichelten Quantilslinie genau auf eine Grenze zwischen zwei Ausprägungen komme? Nehmen wir zum Beispiel das 40% Quantil. Beim 40% Quantil lande ich genau an der Grenze zwischen den Ausprägungen 0 und 1. Laut unserer Definition ergibt sich dann daraus der Mittelwert, also 0,5. In der Definition ergibt sich der gleiche Wert, denn wir haben n mal p gleich 5 mal 0,4 gleich 2, das ist eine ganze Zahl. Und deswegen ergibt sich für das empirische Quantil die Mitte aus dem n mal p-ten Element und dem nächsten Element. Also hier die Mitte aus dem zweiten und dem dritten Element. Das zweite Element ist 0, das dritte Element ist 1, also ergibt sich 0,5. Analog erhalten wir für das 80% Quantil an der Grenze zwischen 1 und 4 den Mittelwert daraus, also 2,5. Und analog mit der Definition den Mittelwert aus dem vierten und dem fünften Element der Urliste, da hier n mal p ebenfalls eine ganze Zahl ist. In R benutzt man die Funktion Quantile zum Berechnen empirischer Quantile. In der Hilfefunktion findet man die Liste der Argumente. Das erste Argument beinhaltet die Urliste. Im zweiten Argument übergibt man die Werte, die Quantilswerte, die man bestimmen möchte, jeweils als Vektor. Und ein wichtiger Parameter ist noch der Parameter Type. Es gibt nämlich verschiedene Varianten, wie man ein empirisches Quantil definieren kann. Insbesondere an den Nahtstellen gibt es Unterschiede bei den Definitionen. In der Vorlesung haben wir eine Variante des empirischen Quantils definiert, die in R mit Typ 2 hinterlegt ist. Ich gebe also zunächst mal die Urliste ein und lasse mir dann die Quantilswerte der Beispiele ausgeben. Das 20% Quantil, das 40% Quantil, das 50% Quantil, das 80% Quantil und das 99% Quantil. Mit dem Typ 2. Das sind die Ergebnisse, die auch bei der manuellen Berechnung rauskamen. Plottet man zu sämtlichen Quantilswerten von 0 bis 100% jeweils das empirische Quantil, erhält man folgende Grafik. Man sieht lediglich an der Nahtstelle, ergibt sich ein Quantilswert zwischen den beiden Grenzen. Ansonsten springt der Wert immer an der Stelle der ganzzahligen Quantilswerte mal die Anzahl zum nächsten Wert der Urliste.